Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Coaster. Wir verschönern gerade ein bisschen unsere Warteschlange hier oben. Ich weiß noch nicht, wo wir noch was verschönern. Aber es gibt ja bekanntlich immer was zu verschönern, auch wenn man das auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt sieht. Oh, so rum glaube ich nicht, so rum. Das Problem ist, dass ja so ein dämlicher Pfeil am Weg. Ha! Könnte auch um den Pfeil herum gehen. Und 100%, ja, 100%, cool. Dann kostet es so schon mal 16 Dollar. Wir brauchen ja das Geld. So. Ja, dann machen wir mal da hinten ein bisschen weiter, würde ich mal sagen. Machen wir mal hier so einen kleinen Weg rein. Okay, ein bisschen breiter. Einfach so ein kleiner Weg, dass wir hier hinten dann noch was Schönes hinbauen können. Könnte ich bitte den Stein da weghauen? Der Stein da ist ja unpassend. Warum gibt es in der Natur Steine? Boah, muss ich das einzeln anklicken? So, perfekt. Noch ein weiterer Laden. Und zwar dieses Gears of Fear. Ich versuche damit auch so ein bisschen diese Zeit wieder zu beleben. Deswegen denke ich mal, passt das hier sehr gut hin. Oh, das ist jetzt halt auf einer unterschiedlichen Höhe. Deswegen müssen wir einmal schnell anheben. Hä? Das durchbricht doch nicht mehr. Das kann nicht blockiert sein. Okay, ja. Wusste ich's doch. Also einmal hier und Ausgang platzieren. Einmal hier. Eingang mit Weg verbinden. Hier, aber so. Hier seht ihr eine schöne Warteschlange von diesem hohen Teil da. Boah, das leckt gerade übelst. Es könnte sein, dass es mal wieder mein schöner Virenschutz ist, der irgendwie in den unpassendsten Momenten losgeht, um schnelle Untersuchungen, vollständige Untersuchungen durchzuführen. Deswegen habe ich extra nicht meine Zim-CD drin. Falls das passiert, weil dann geht halt gar nichts mehr und der untersucht halt das 20 Stunden. So, du hast geöffnet. So, perfekt. Und weil die Szenerie davon ja noch übelst beschissen ist, bauen wir noch ein paar Läden dazu hin. Zum Beispiel, vielleicht mal wieder ein Restaurant. Ne, ein Restaurant ist zu groß. Toilette vielleicht. Aber eigentlich brauchen wir schon fast einen Getränkeladen. Vielleicht einfach mal so eine größere Meile mal wieder einfach. So. Nein, das ist einfach riesig. Es wäre zwar voll cool, aber es ist halt dummerweise riesig. Vielleicht einfach so diesen Planet Coaster Getränkestand. Okay, und den vielleicht so hier hin. Da passt der, glaube ich, gut dazwischen. Okay. Und vielleicht ist er jetzt mal wieder ein Souvenirladen. Weil davon haben wir auch viel zu wenig. Western-Einkaufsbereich, wie sieht denn der aus? Groß, aber vielleicht kriegen wir es hin. Okay, das sieht ein bisschen sehr groß aus, dass wir das da hinkriegen. Ja, das schaffen wir nicht. Skifi, keine Ahnung, ich weiß immer nicht, Skyfi, glaube ich, spricht man das dann aus. Just a momento. Ich finde, das wird da schon so ein bisschen dazu passen. Vor allem, wenn es so eine Horrorbahn ist, hätte ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Also, ich habe eigentlich keine Angst vor Horrorfilmen und so, aber in letzter Zeit keine Ahnung. Nein, ich war nur bei einem Kumpel und habe erfahren, ja, das Darknet, das existiert. Und das verstört mich seitdem. Ah, cool, das ist so eins, wo man um die Ecke bauen muss. Das können wir fast machen. Komm. Just a momento. So, ich glaube, dann ist... Auf welcher Seite ist jetzt überall da was? Da ist safe was. So. Ich weiß nicht, ob auf der anderen Seite da nicht auch noch irgendwie so ein Laden ist. Ich hoffe einfach mal nicht.
Ich sehe jetzt gerade auch keinen. Hast du schon geöffnet? Ja, du hast geöffnet. Alter, da wäre ich gerne drauf. Okay, es hat auch erst 87%. Das können wir noch verbessern. Indem wir beispielsweise... Nee, ich will in Szenerie rein. Ein paar Bänke und so hinstellen. Sorry, ich habe gerade mit meinem Finger geknackt. Ich mache das manchmal noch. Wir wissen, wie umweltverschmutzend hier alle immer sind. Keine Ahnung, ich verstehe es halt echt nicht, wie man so umweltverschmutzend sein kann. Und hier noch so schöne Sitzbänke, dass man sich nach einer anstrengenden Fahrt ausruhen kann. So, wunderschön. Oh, da kommen endlich mal welche hinter. Noch eine Sicherheitskamera. Unser Sicherheitsdienst kann ja eben nicht überall sein. So, perfekt. Jetzt noch Szenerie. Requisiten. Animatronik. Der ist, glaube ich, ein bisschen groß. Ja, obwohl, das geht eigentlich. So, das sollte eigentlich reichen. Ja, perfekt. Ja, jetzt müssen die Leute nur noch hier hinten kommen und erfahren halt, dass hier hinten auch was abgeht. Ja, da sind wir irgendwie so dabei. Und dann haben wir hier noch dieses kleine Familienfahrgeschäft. Das klatschen wir jetzt auch noch irgendwo hin. Vielleicht hier noch so am Rand hin ein bisschen. Bisschen hoch. Ich wusste doch, dass es da perfekt hinpasst. Machen wir mal den Eingang hier hin. Den Ausgang dann gleich hier hin. Eingang mit Weg verbinden. Bisschen so außenrum wieder. Ich denke zwar jetzt nicht, dass mega der Ansturm kommt, aber... Am Schluss hocken alle hier hinten und genießen die kleinen Fahrgeschäfte. Und ich möchte da nicht schuld sein, dass sich daran nicht so viele Leute begeistern können. So, perfekt. Hä, ist das Ding schon kaputt? Alter, wehe. Ist geöffnet. Schauen wir mal, ob das Ding echt schon wieder kaputt ist. Ich glaube, das schicken wir auch auf alle 10 Minuten. Okay, dann halt auf alle 20 Minuten. So, dann hier noch ein paar Lädchen hin. Und zwar ein Erste Hilfe hat man schon lange mal. Okay, der wäre jetzt in diesem Piratending dabei, aber trotzdem. Ich weiß nicht, wie unfähig manche Menschen. Aber das ist immer nicht schön dekoriert. Imbiss haben wir jetzt hinten trotzdem dann dran. Toilette. Schlichte Toilette. Hier einfach so. Kleines Toilettenhäuschen. So, perfekt ist verbunden. Okay. Irgendwas anderes. Vielleicht mal wieder ein Hotel. Genau, wir brauchen ja Hotels. Ah, da hinten kommt halt keiner hin, deswegen macht es keinen Sinn, da hinten ein Hotel hinzustellen. Souvenirläden haben wir dort schon, Toiletten haben wir auch. Halt doch Erste Hilfe. Western. Komm. Wenn sich dann doch einer verletzt, freut er sich, dass es eine Erste Hilfe war. Ja gut, und jetzt brauchen wir ein bisschen Szenerie. Und wir haben schon wieder ein neues Viertel geschaffen. Ach, wir sind schon bei Animatronik. Was bauen wir hin? Der
Hexenhäuschen. Bisschen groß. Kann ich das hier hochbauen? Nein. Ein jonglierender Narr. Da vorne nochmal einer. Dann ein Pirat-Ausguck noch. Reicht das nicht langsam? 50% erst was. Okay, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder bei Blendcooster. Bis dahin. Tschüss.